Servus, ich bin Stefan von Nut. Heute bauen wir am Looping weiter. Wir werden noch die Plane hinmachen, eine Bahn bauen für den Looping und dann schauen, ob es klappt. Los geht's! Die Plane ist schon fast drauf, wir kleben noch ein bisschen. Sammy, was machst du so, während die anderen arbeiten? Immer den guten Kaffee hier genießen, den es hier am guten Haus gibt. So Freunde, wir sind jetzt fertig mit dem Looping. Wir machen jetzt den Looping noch an die richtige Location und dann werden wir morgen rutschen oder heute Abend noch. Ja. In echt wird es dann cooler, hoffe ich mal. Ruhe passt perfekt, Ladungssicherung läuft. Also gar keine Bedenken, was das angeht. Jetzt geht's zur Location, es ist schon ungefähr 7. Also wir bauen jetzt noch den Rest auf, wir müssen erstmal 10 Minuten hinfahren und ich hoffe, dass wir fertig werden, bevor es dunkel wird. Es ist ziemlich dunkel geworden, aber wir bauen den Looping noch auf. Da kommt der Looping hin. Und hier rutschen wir runter, Vollgas. Oh, oh. Sammy, denkst du, der Sprung reicht? Ich habe es mir gerade von oben angeschaut. Es wird eng, aber ich glaube, es ist machbar. Sehr gut. Uns ist ein kleiner Fail passiert. Und zwar sind so Busleer stecken geblieben. Deswegen haben wir jetzt einen Teller geholt und schleppen den ab. Jetzt wird weiter am Looping gebaut. So Freunde, der Looping ist fertig aufgebaut, aber es gibt nur ein Problem und zwar denen, die es landen gehört, die sagen, es ist zu gefährlich und sie können es leider nicht verantworten. Aus Respekt dazu wollen wir das wann anders machen. Das heißt, wir wollen heute den Looping wieder abbauen. Wir machen aber ein anderes Slip and Slide irgendwo und der Looping kommt auf jeden Fall noch zeitgespannt. Wir sind jetzt auf dem Rückweg, wir haben den Looping eingeladen. Jetzt fahren wir zu einer neuen Location und probieren einfach mal die normale Slip and Slide aufzubauen und einfach da ein bisschen Fun zu haben. Es ist ein bisschen schade. Aber ich freue mich jetzt auch auf den Tag heute. Ist okay. Manchmal sind ein paar Herausforderungen, die einfach so dazukommen, ungeplant. Aber das kann jedem mal passieren. Chef, was machen wir gerade? Wir machen jetzt einen Location-Check. Wir gucken, ob wir jetzt hier runterfahren können, ob es da besser ist. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal auf den ersten Blick super aus. So, wir haben jetzt neue Location gefunden. Hier rutschen wir runter. Vollgas. Pro Fass sind 1000 Liter, das heißt wir haben 3000 Liter Wasser, ich glaube das reicht. Wassermarsch! Wir sind fertig geworden, oder? Ich würde sagen, jetzt ist Challenge Time. Und zwar ist die Challenge, wer sich am öftesten drehen kann, von Anfang der Plane bis unten ins Gras. Shape, fly fast forward like a videotape, and okay, now just follow my jet stream.
mit dem Looping hat es halt nicht so gut funktioniert. Wir hatten richtig Bock, wir probieren, ob wir es noch dieses Jahr hinbekommen. Aber wir hatten trotzdem eine richtig, richtig geile Zeit. Das war's mal wieder von den Fun Dudes. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert. Ciao. Mach mal, schmier mal. Schmier mal so auf die Zahn. Oh, yo. Boah. Junge.